Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte euch heute den Roman Augustus vorstellen von John Williams. Genau. Ja, also in diesem Roman wird das Leben und Wirken des Augustus vorgestellt bzw. thematisiert. Ja, dieser Roman ist in drei größere Abschnitte unterteilt. Und zwar erfährt man im ersten Teil das Wirken bzw. das Handeln des Augustus, um zu einem Cäsar zu werden. Und im zweiten Teil tritt die Handlungen seiner Tochter im Vordergrund, wie ihre Konsequenzen, die sich daraus aus den Handlungen ziehen. Und im dritten Teil rekapituliert Octavius selbst noch einmal über sein Leben. Genau. Das Besondere an diesem Buch ist, dass die jeweiligen Situationen, die hier geschildert werden, durch Tagebucheinträge, Briefe oder auch Fragmente von seinen Feinden, Freunden oder auch Familienangehörigen wiedergegeben wird. Das bedeutet, in den ersten zwei Teilen erfährt man nicht, wie Octavius das empfunden hat, was er sich dabei gedacht hat oder empfunden hat. Man erfährt zwar, was Freunde, Feinde und Familienangehörigen denken, was er sich dabei gedacht hat oder was er auch gesagt hat, aber man erfährt nie direkt, wie es bei ihm angekommen ist oder was er dabei empfunden hat. Ja, das ist auch meiner Meinung nach ein kleiner Minuspunkt des Buches, und zwar, dass man beim Lesen manchmal Situationen hat, wo man gerne erfahren hätte, wie Octavius oder Augustus damit umgegangen ist, was er dabei empfunden hat oder was er auch, wie er die Situation eingeschätzt hat. Am Ende erfährt man zwar bei bestimmten Situationen, also rekapituliert er nochmal bestimmte Situationen, da erfährt man, hat so einen kleinen wenig Aha-Effekt, aber das kommt halt erst zum Schluss. Und es werden auch nicht alle Situationen rekapituliert. Klar, bei einem Leben von 70 Jahren, da kannst du am Ende einfach auch nicht mehr jede Situation rekapitulieren und zusammenfassen, wie du das empfunden hast. Ja, auch in diesem Roman, wie ich ja bereits gesagt habe, ist wieder eine Person im Vordergrund. Das ist halt der Octavius, wie ich ja bereits erwähnt habe. Und was mir besonders gut an diesem Buch gefallen hat, ist, dass, obwohl es ein anderes Genre ist von John Williams, also diesmal ein historischer Roman, nicht so wie beim Stoner, das ist ja eher, würde ich sagen, ein Gegenwartsroman von einem Professor, dass auch hier wieder eine Person im Wesentlichen im Mittelpunkt steht, aber nicht wie im Stoner durch ihn selbst beschrieben wird, sondern durch viele verschiedene Blickwinkel beschrieben wird. Das fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Genau, auch fand ich den Schreibstil wieder sehr, sehr angenehm und fand auch, dass er sehr, sehr gut dazu gepasst hat, zu diesen historischen Romanen sozusagen. Ja, einen weiteren Kritikpunkt möchte ich nochmal zu der Beschreibung, also zu den Charakteren, zu den Zeichnungen der Charaktere sagen. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass, wenn man sich diesen Roman als Pastellbild vorstellt, fand ich immer, dass die Situation selbst und auch der Charakter Octavius sehr, sehr deutlich, aber dennoch so ein bisschen, verschwommen halt dargestellt werden, aber alle anderen immer noch heller als die Situation selbst und Octavius. Also ich konnte mir vorstellen, wie zum Beispiel Freunde von ihm waren, wie die so ausgesehen haben, wie die gewirkt haben. Ich hatte schon ein Bild, aber sie waren doch immer etwas blasser als die Situation oder Octavius selbst. Genau. Und ja. Nichtsdestotrotz kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es zu lesen, denn auch aufgrund der Kritikpunkte, die ich hier angewendet habe, hat man sehr, sehr viel Freude an Lesen. Man erfährt vor allen Dingen über das Wirken von Octavius
und auch die Personen drumherum sehr viel. Am Anfang werden auch die Fakten nochmal sozusagen abgearbeitet. Die, ja, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, die Person, also Augustus bzw. Octavia und auch alle seine Freunde, Feinde und Familienangehörigen sind real gewesen. Die haben so existiert, bloß die Briefe, die Tagebücher, Einträge oder auch Fragmente sind von John Williams erfunden. Genau, also ich habe dem Buch insgesamt 4 Sterne bekommen. Den einen Stern habe ich abgezogen aufgrund der negativen Sachen, die ich erwähnt hatte. Aber nichtsdestotrotz kann ich dieses Buch nur empfehlen und ich kann euch generell nur John Williams empfehlen. Und ja, lest dieses Buch, genau. Wenn ihr dieses Buch bereits gelesen habt und ihr gerne über dieses Buch diskutieren möchtet oder auch wie ich meine Buchbesprechung aufbauen kann, gerne hier unten in die Kritikbox, genau in die Kommentarbox. Und ich freue mich über eine Diskussion mit euch und ja, ich hoffe, ich konnte euch das Buch näher bringen und oder vielleicht, dass ihr es auf eure Wunschliste packt. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder beziehungsweise einen schönen Abend, je nachdem wann ihr es schaut, das Video. Und ja, bis dahin. Tschüss.